So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Legends, die Verfluchte Baut. Wir haben letztes Mal dieses Wimmelbild angefangen und dann nicht richtig viel weitergemacht. Das stört mich aber nicht. Schlange. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine skelettierte Schlange nicht so aussieht. Sie hat nicht, also Schlangen bestehen nicht von Kopf bis Ende nur aus Lunge. Warum habe ich jetzt hier einen Stein? Ah, schon dafür aber das Falsche. Aha. Also das hier sind eindeutig Rippen, würde ich mal sagen. Und eine Schlange besteht halt nicht nur aus Lunge. Aber was sind das schon für Details? Außerdem hat man das ja früher auch schon mal gesehen, ne? Also in so Reliktfunden. Ich finde es gut, dass ihr diese Seite vom Halbmond braucht, nicht diese Seite. Und ich hätte es eher für eine platte Erde gehalten. Aber mach mal. So, Spiegelscherbe haben wir hier. Eine Feder. Das ist keine Feder. Ja, Fossilien. Bei Fossilien sieht man es ja ganz oft. Allerdings sind das dann Steinabdrücke von der Oberfläche des Tiers und die sind so geriffelt, weil es halt Gliedertiere sind. Wie unsere heutigen 1000 oder 100 Füßler. Hier, F für Feder. Gefunden. Da fehlt nur noch der Blitz. Ich nehme an, wir sind schon wieder unter, über eine Minute. Noch ein Phönix-Emblem. Und einige Fragmente fehlen. Das sieht man so. Natürlich. Das erkennt man voll, dass da einige Embleme fehlen. Na. Ja. Echt schmutziger Spiegel, sieht man so auch nicht. Ist das da oben nicht eine Fee? Haben wir hier sonst irgendwo eine Fee? Die hatten wir hier raus. Glaube ich. Egal. Hoffentlich gibt es ein lustiges Minispiel. Und nein. Nein, es gibt kein Minispiel. Creepy. Und zieh's an. Auf den Stufen befinden sich Druckplatten. Ich muss sehr vorsichtig sein. Vielleicht kann ich sie ja deaktivieren. Mit dem Grab. Mit dem hier. Das war eine mächtige Schaufel. Besonders wenn man mal sieht, dass da fast keine Erde weggenommen wurde. Ah, okay.
Und da brauchen wir jetzt den Spiegel. Deswegen haben wir jetzt auch den Lappen bekommen. Okay, sie beeinflussen einander nicht. Das ist schade. Ich muss versuchen. Ich muss sie verscheuchen, um an den Sarg zu gelangen. Ja. Kälte ist nicht, okay. Dafür brauche ich einen neuen Griff. Jetzt bräuchten wir noch Feuer. Hier ist sicher wieder eine Feder. Da ist sie. Juri, der Unglückliche. Schutzpatronin der Besiegten. Der Unglückliche und Schutzpatronin. Ja. Ob das die sterblichen Überreste eines Mönchs sind, das könnte auch Okkultist sein. Ist mir egal. Wir brauchen Feuer. Wir haben hier Feuer. Geh die Fackel an den Kerzen anmachen. Oder an den Kerzen. Oder an den. Das ist nicht das richtige Feuer. Ich will es an einem anderen Feuer anmachen. Hier können wir immer noch nichts machen. Spiel, was willst du von mir? Ich soll da rein, okay. I'll never give myself up to you. Oh, you will, little bird. Because if you refuse, I'll punish your family. Starting with your nosy sister. I won't let this happen. Willst du das jetzt anmachen? Immer noch hier. Okay. Du hast nicht zufällig Angst vor einer Scherbe, oder? Nee. Okay. Oh no. Ja, wenn die Katze aktiv wird, dann hat das natürlich was damit zu tun. Lese alles Geschriebene in dem Spiel. Schade, wir sind kurz vor Ende.
Die Zeit verstreicht, es ist nur noch. Es sind nur noch drei von uns übrig. Bruder Matthäus ist verstorben. Wir haben die Reliefstücke in der Kirche versteckt. Ich habe Bruder Thomas gebeten, das Relief im Baum zu zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine arme, ahnungslose Seele sich versehentlich den Klamm nähert. Das ist natürlich gut. Immer alle Hinweise, dass irgendwas gefährlich ist, noch in Wirklichkeit zerstören. Monokel. Passt auch nicht. Auch wenn man hier wunderbar ein Band ranbinden könnte, damit die Schlange ablenken, indem man es pendelt. Mein Sonnensymbol. Ah. Ich sollte erst etwas anderes versuchen. Der Lichtstrahl ist auf die Mitte des Tisches gerichtet. Nee, ist er nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall einen weiteren Kristall. Und haben jetzt einen Kupferzeiger. Haben wir irgendwo eine Uhr? Mal ganz albern gefragt, haben wir irgendwo eine Uhr? Von innen verriegelt, ich muss einen anderen Weg finden. Hatten wir nicht irgendwo... Ich meine, ja, aber nicht hier. Ah doch, das ist hier schon, ne? Wir können nur noch hiermit, hiermit und hiermit. Okay, was soll ich hier tun? Da konnte ich doch nichts mehr machen. Das scheint nicht zu funktionieren, das scheint nicht zu funktionieren, das scheint nicht zu funktionieren. Echt? Wie unpassend ist das denn? Der Lichtstrahl ist auf die Fackel gerichtet. Ein Sonnensymbol. Ernsthaft? Von dem bisschen Licht. Wer soll das denn glauben? Was für ein seltsames Schloss. Und es scheint ein Teil zu fehlen. Ja, der Zeiger. Also einfach ausprobieren. Hey, die Chance, dass es falsch ist, wird immer geringer. Jetzt muss es zum Beispiel der hier sein. Oh, nur drei. Naja. Messer. Bischofsstab. Almosen. Almosen.
tote Ratte. Nein. Die schläft nur. Eine Flasche. Buch 10. Da müssen wir sicher wieder irgendwo was fertig malen. Dann legen wir diesen Finger oder ein Stück Kreide oder was das ist erstmal hin. Das war Phoenix. Okay, habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich wollte den Stab anklicken. Was ist ein Bischofsstab? Ziehen. Kerze, Besen, Blattbuch, Flasche. Das hier ist eindeutig ein Buch. Hatte ich aber auch schon mal angeklickt. Aber vielleicht hatte ich ja dieses Kerzenstück in der Hand. Also das hier ist eindeutig eine Kerze. Wo soll ich jetzt noch eine Flasche hernehmen? Bischofsstab und Schlüssel. Ich will nicht mit der Ratte spielen. Die sind langweilig, wenn sie schlafen. Ah, hier. Ich wüsste zwar nicht, wer in einem Sarg irgendwas abzählen sollte, aber... Naja, ich sollte nachdenken. Wenn ich jetzt nur wüsste, was ein Bischofsstab ist. Ein Besen. Wo soll ich denn jetzt... Ich soll hier einen Stab und einen Besen finden. Ich finde das Teil hier oben seltsam. Echt keine Ahnung, wo ich suchen soll. Also mit einem Blatt kann ich ja noch was anfangen. Das hier zum Beispiel ist ein Blatt Papier. Das ist ein Blatt Stoff. Und ein Baumblatt werden sie ja wohl kaum meinen. Gut. Das hier ist auch noch ein Blatt Papier. Flasche sehe ich hier auch überhaupt nicht. Und einen Schlüssel irgendwie auch nicht.
Ich meine, das hier könnte ein Schlüssel sein, aber das habe ich schon dreimal angeklickt. Das ist das Letzte, was wir machen können. Das sollte ein Besen sein. Okay. Das war höchstens ein Handfeger und der war auch unnatürlich lang. Aber egal, wir brauchen noch einen Schlüssel. Was im Prinzip ja auch wieder alles sein kann. Selbst jedes dieser Zeichen könnte ein Schlüssel sein. Oder ein Bischofsstab. Wollte schon sagen, dann mache ich jetzt einen Cut und guck mal nach, was ein Bischofsstab ist, aber... Oder nicht? Aber ein Cut wäre auch gut. Schlüssel und Flasche. Aber jetzt keine Flasche fest. Nö. Ich hätte hier in diesem Gewusel einen Schlüssel vermutet, aber nö. Will er nicht. Das hier ist auch immer noch kein Schlüssel. Seine Halskette ist auch kein Schlüssel. Das Schlimme ist ja, dass sie hier teilweise auch auf den Wimmelbildern Dinge haben, die man einfach nur so zu 10% sieht. Das heißt im Prinzip, jede längliche, ründliche oder geschnörkelte Form könnte es sein. Und alles metallische. Also müsste ich jetzt im Prinzip jedes Kettenglied durchklicken. Und dann kommt wieder, ich muss mich konzentrieren und hier und da und dies und das. Ja. Und halt bei der Flasche das gleiche, ne? Also von Flachmann bis großbauchige Weinflasche könnte es alles sein. Und wir wissen weder Form noch Farbe noch Größe. Oder ob sie nur aufgemalt ist. Aber wir kriegen hier auf jeden Fall den Kristall her. Also das eigentlich Wichtige haben wir schon. Ich will keinen Tipp. Also ich würde einen Tipp von den Zuschauern nehmen, aber keinen vom Spiel. Ich beginne wahllos rumzuklicken. Können wir ihm nicht. Warum sind die nicht orange? Dann könnten wir wenigstens irgendwas machen, damit wir es aufdecken.
Aber hier hinter war auch schon was. Und das ist vermutlich sogar das letzte Wimmelbild jetzt. Einfach weil... Ach nee. Alle Wimmelbild-Szenen ohne Tipp. 16 von 22. Da fehlen ja noch einige. Warte mal, wie ist das mit Minispielen? 9, okay. Also 6 Wimmelbilder, 9 Minispiele. Ja, Wimmelbild in unter einer Minute, genau. Ja. Okay. Aber wenn wir durchzählen, wir haben das hier. Dann haben wir drüben das Spiel. Dann haben wir das draußen, das Minibild. Dann haben wir noch das Puzzle. Also das Relief-Puzzle. Also, dann haben wir schon mal 2 bekannte Minispiele und 2 bekannte weitere Wimmelbilder. Plus das hier. Wir sind hart am Ende. Dann würde ich mal soweit sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.